Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier im Abschluss. Wir beladen nämlich gerade unseren Brettchenwagen mit den letzten Paletten, die wir noch brauchen. Zwei Stück Dämmung. Und sieht aus wie, das ist keine Steinwolle, ne? Sieht aus wie Glaswolle. Da sprengen oder teilen sich ja auch die Meinungen, denn da geht es ja immer darum, Glaswolle von wegen Gesundheit und dies und das. Und ich persönlich würde zum Beispiel jetzt eher Steinwolle nehmen. Freundin hat da schon so ein kleines Problem mit Glaswolle, weil die kriegt dann da mit dem Atemwegen Schwierigkeiten. Ich weiß allerdings auch nicht, inwiefern das eine Rolle spielt, wenn man das dann irgendwo fertig verbaut hat oder ob das jetzt einfach nur so ist, während dem, das frei sozusagen ist. Da könnt ihr ja auch mal reinschreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit Dämmmaterial, falls da so der ein oder andere Häuslebauer da euch dabei ist. Würde mich mal interessieren. Ich drehe vor lauter Freude hier schon viel zu weit. Sollte jetzt erstmal gucken, dass wir hier einigermaßen rüberkommen. Ja, und da ist es wieder, ne? Mein altes Problem. Höhe. So. Sollte hier vielleicht eher mal gucken, dass wir das einigermaßen sauber reinkriegen. Die Palette geht hier, denke ich mal, noch ohne Schwierigkeiten rein. So, mal ein bisschen ranziehen das Ganze. Und dann haben wir tatsächlich hier alle Paletten sauber unter. Ja, das sieht gut aus. So können wir sie absetzen. Perfekt. Eine haben wir noch und dann sind wir durch. Dann kann es entsprechend zum Endspurt gehen. So, da ist natürlich hier auch von der Perspektive ein bisschen ungünstig. Denn, muss ja gerade mal switchen. Sonst sehe ich ja gar nicht, wo ich gerade hier anhake. So, ein Stück hoch. Alles klar, sieht schon mal gut aus. Das Ganze wieder ein Stück reinziehen. Ah, da sind wir eben kurz am Regal hängen geblieben. Deswegen macht man das normalerweise eigentlich eher mit dem Stapler. Aber gut, wir haben es jetzt diesmal auch hingekriegt. So, einmal ein bisschen hoch, damit ich nicht wieder da so blöde hängen bleibe. Dann drehen wir die ganze noch, denn das kriegen wir gerade hier hinten noch sauber rein. Das dürfte gerade so noch passen. Oh, ein Stückchen zurück. Passt. Ja, noch nicht ganz. Ein Stückchen reinfahren. Jetzt sollte es aber hinhauen. Wunderbar. So, wir haben alles verladen, alles auf einen Hänger gekriegt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt packen wir das Ganze nur noch zusammen und bringen das dementsprechend gleich zur Baustelle. Wenn das abgeladen ist, sollten wir mit allem durch sein. Ich glaube, dann haben wir es geschafft und der Auftrag ist fertig. Meine Güte, ich bin richtig happy. Wir haben einen richtig dicken, großen Auftrag erledigt. So, das ist eingefahren. Dann hauen wir die Stützfüße gleich wieder rein. Warum geht das nicht? Jetzt noch was vergessen? Ah ne, ich muss ja erst den anderen Modus wechseln. Ich Schlaufuchs, ne? So, dann gehen wir hier auch mal wieder in die andere Kamera, am besten Verfolgerkamera. Müssen das gleich jetzt noch erstmal verzurren. So, einmal entsprechend aussteigen. Bitte kurz hinter Ladung befestigen. So, damit ist das alles fixiert und wir haben das Problem gelöst. So, und genau, die Dachpfannen sind das. Also, sieht jetzt für mich nicht direkt wie Dachpfannen aus. Gerade ein bisschen ranzoomen. Strange. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir das Ganze verbaut haben. Na, dann kann man sich wahrscheinlich eher ein Bild machen, weil so ist das von dem grafischen her nicht ganz so deutlich zu erkennen. Oder ich bin einfach nur ein bisschen Noob, was das betrifft. Ich kenne das entsprechend nur mit Biberschwanz und verschiedenen Ziegelsteinen oder Ziegeln, Dachziegeln dann. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen, wie das dann aussieht, wenn das Ganze zusammengeschweißt ist. So, einmal Rode Ampel, wie immer. Ja, ein Stück vor können wir noch. Vielleicht haben die ja auch hier so eine Kontaktschwelle, wo man dann dementsprechend drauf fahren muss, damit entsprechend die Ampelregelung dann sagt, okay, da ist ein Fahrzeug, ich schalte mal um, damit auch der fahren kann. Ja, und hier wieder mein altes Problem. So, jetzt geht es aber ganz gut. Wir merken auch, der zieht schon wieder etwas schwächer. Oh, hier, das schaffen wir noch. Ah, Mist, das war rot. Hat aber zum Glück keiner gesehen, ne? Eieieiei, nicht so gut. Gar nicht gut. Ich fahre nicht gern durch Rot. So, dann bleiben wir aber hier wenigstens stehen. Mann, Mann, Mann. Ja, Mekwuragu reibt sich die Hände. Der wird mir jetzt den nächsten Strafzettel schon ausstellen. Wobei, wenn es ihm, glaube ich, nachgeht, hätte ich ja schon längst keinen Führerschein. Und alles andere auch nicht mehr, ne? Ja. So. Wie gesagt, fahren wir jetzt mal gerade das Ganze noch zur Baustelle hoch. Ist ja zum Glück eine schöne, langgezogene Strecke. So, hier einmal der Fahrspur folgen. Aber auch hier schon wieder eine rote Ampel. Das heißt, hier werden wir jetzt auch mal einfach nur langsam ranrollen.
Oh, gut, können wir gleich durchfahren. Ist ja richtig heftig. Ja. Ah, da, der fährt da. Ja, das ist das bisschen Blöde. Man kann nicht einfach mal nur kurz das Lenkrad rüberziehen. Da zieht er dann gleich auf eine ganz andere Seite. Ich glaube, so heftig ist das aber in Wirklichkeit nicht, oder? Ich meine, es gibt ja viele Brummifahrer unter euch, aber wenn ich das Lenkrad nur ein Stück rüberziehe, dann dürftet ihr doch nicht gleich auf die gesamt andere Fahrspur wechseln. Merkwürdig. Ich sollte vielleicht doch mal Klasse 2 machen, oder wie das jetzt heißt, glaube ich, B ist es jetzt, ne? Die neue Führerscheinklasse für LKW. Ne, B nicht, C ist es, glaube ich. B ist ja Auto. Einfach mal, um die Erfahrung zu sammeln, wie das dann in Wirklichkeit ist. So, da vorne ist Baustelle. Da sind wir schon mal gleich da. Da müssen wir die Sachen nur noch abladen. Ich hoffe, dass wir das heute soweit alles noch hinkriegen. Und mal gucken, wo wir das jetzt auch hinbringen müssen. So, einmal umstellen, weil aufs Dach oben können wir es ja schlecht jetzt packen. Gucken, wo der jetzt hier abladen. Ah, die Abladestelle ist da hinten. Das ist natürlich gut. Das heißt nämlich, wir können da wunderbar schön mitarbeiten. So, die Hütchen symbolisch erstmal aus dem Weg geräumt. Ja, denn wir müssen jetzt einmal hier dran vorbei. Und ich würde sagen, wir stellen uns gerade hier seitlich dann hin. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir das hier ohne Probleme abladen können. So, wunderbar. Einmal die Stützfüße wieder ausfahren und dann dürfen wir die ganzen Sachen noch abladen. Es sind ja nur 8 Paletten. Hoffe, das kriegen wir hin. 8 Minuten haben wir ungefähr noch. Mal schauen, ob der olle Solaris das gebacken bekommt. So, aber als erstes halt laufen in die richtige Richtung. Ladung lösen. Genau. Bitte einsteigen wieder. So, einmal in den anderen Baumodus und dann können wir schon mal den Kran aufbauen. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich würde ganz gerne. Ah, kann ich trotzdem machen, gut. Nämlich die Bordwände runternehmen. So, und dann fangen wir am besten auch wieder von hinten an. Neun Stückchen, neun Stückchen, neun Stückchen. Genau die ich möchte ich zuerst. Dann können wir das nämlich hier sauber abziehen. So, bringen wir das mal hier drüben hin. Wie gesagt, 8 Paletten ist ja schon ein bisschen Platz. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Luft. So, das mal absetzen da. Ja, ich denke mal, da passt das ganz gut. Alles klar. Die erste ist raus. Holen wir uns gleich die nächste. So, erstmal ein bisschen einfahren lassen, bevor wir da wieder hängen bleiben. Oh, das sieht trotzdem ein bisschen eng aus. Noch ein Stückchen hochgehen zur Sicherheit. So. Okidoki. Einmal bitte die nächste. So. Können wir gleich mal vielleicht noch ein Stückchen nach drüben. Genau, dass sie sich schön dann nach draußen schwenkt. Perfekt. So, dann können wir hier wieder ein bisschen runter und das Ganze schon mal nach außen raus. So, hier ist natürlich jetzt eine tolle Perspektive, weil man kann das irgendwie gar nicht so richtig erkennen, wo wir gerade sind. So, ich glaube, von da sieht man es besser. Stellen wir die hier gleich brav nebendran. Ja, nebendran, nicht oben drauf, du dolle Nuss, du. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ja, so geht's doch. Also, es passt. So, gleich den nächsten Kollegen einsammeln. Nehmen wir hier vorne die Bitumen erstmal raus. So, am besten gleich noch ein bisschen einfahren, weil ansonsten haut er mir nämlich gleich ganz ab. So, einmal rüberschwenken, gleich wieder raus. Stellen wir die hier vorne hin. Genug Platz haben wir ja. Oh, da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht außerhalb der Markierung landen. Ich denke mal, hier können wir sie abstellen. Das passt. Wunderbärchen. Einmal abkuppeln. Ja, abladen geht jetzt doch ziemlich gut. So, einmal hier ran. Okidoki. Das Ganze wieder anheben. Und rüberschwenken. Und gleich wieder ausfahren. So, ich denke mal, das können wir hier vorne hinstellen. Auch das passt perfekt. Ha, wunderbar. Jetzt haben wir nur noch hier die 4 Paletten, dann sind wir durch. Menschenskinder, das klappt ja heute wie am Schnürchen. So, nehmen wir gleich die hier. Noch ein Stückchen ranfahren, aber weil ansonsten haut uns die gleich hier ab. So, ist das besser. Jetzt können wir sie gleich wieder rausfahren. Stellen wir dann so ein bisschen die Hauswand in den Schatten, ne? Obwohl hätten wir mit Bitumen eigentlich auch machen können. Weil Problem, wenn in der Sonne, dann wird das weich und schmilzt. Ist natürlich auch nicht so optimal. So,
So, bei den Dachpfannen weiß ich jetzt gar nicht, wie das da ist, ob die auch mit so einer Art Bitumenbeschichtung sind und dann anfangen können zu schmilzen oder weich werden. So, nächste noch einsammeln. Ja, da waren wir doch eben schon. Ja, da sind wir doch eben gewesen. Hallo, Freund Schnürschuh, Dankeschön. So, die noch einmal abladen. So, und einmal auch hier rüberbringen. Ja, vielleicht ein Stückchen weiter hier drüben noch. So, ich denke mal, da können wir sie hinstellen. Passt wunderbar. Einmal auch hier abstellen. Perfekt. So, jetzt haben wir nur noch die zwei Paletten. Dann sind wir durch. Mein Gott, das klappt ja richtig gut heute. Dann können wir uns hier eventuell sogar die gesamte Zusammenfassung noch mal ganz in Ruhe anschauen. So, einmal den noch aufnehmen. Gleich wieder rausfahren. Die können wir hier vorne dran stellen. Och, das geht ja wie am Schnürchen hier. Ja, wenn das mal immer so schön klappen würde, ne, dann hätten wir einige Schwierigkeiten weniger. So, das noch absetzen und entsprechend die letzte Palette. Dann haben wir hier im Turbogang in 5 Minuten 8 Paletten rausgehauen. Das ist ja schon fast Realitätszeit. Das ist gar nicht mal schlecht. So, einmal anheben halt, mal ein Stückchen hoch. Ah, weiter können wir gar nicht. Okay, da sind wir schon am Limit. Aber auch kein Problem. Ah. Das bringen wir hier rüber und stellen die dann hier ab. Und dann ist gut, dann haben wir es geschafft. So, einmal bitte runter. Okay, mach den Baustellenbereich frei. Pritschenwagen, Kran, Muldenkipper. Okay, da müssen wir alles wegräumen. Ist aber auch kein Problem. Der Sache werden wir uns dann gleich annehmen. Bordwände können wir schon mal wieder zumachen. So, hier können wir schon mal langsam anfangen, den Kranaufbau wieder einzufahren. So, dann ist das nämlich auch vom Tisch. Stützfüße. Das Witzige ist, guck mal genau hin, wenn ich den Kran drehe, dann bewegt sich der Arm vom Lenkrad mit, weil der noch da drin im Führerhaus sitzt. Ist auch nicht schlecht. Ja, auch ein bisschen strange, aber gut. So, gucken, kommen wir hier jetzt auch anständig wieder raus? Hü, das werden wir jetzt mal probieren. Schon mal Volleinschlag. Dann gucken wir mal, ob wir hier auch genauso schick wieder rauskommen, wie wir reingekommen sind. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann fahren wir hier auch gleich wieder raus. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Platz machen. Müssen hier die Fahrzeuge alle entfernen aus dem Baustellenbereich. Jetzt bin ich gerade am gucken. Ja, hier ist natürlich sehr, sehr ungünstig das Ganze. So. Fahren wir erstmal den hier auf Seite. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky hier. Ich würde sagen, wir machen mal ausnahmsweise eins. Wir haben ja auch da entsprechend einen Erfolg, wo wir hier arbeiten können mit Fahrzeugen springen. Das heißt, wir werden mit den Fahrzeugen jetzt mal entsprechend zu unserem Firmengelände springen. Damit haben wir nämlich den Vorteil, dass wir auch erstens, wieso zum Fahrzeughändler? Ich bin doch ein Esel. Das war jetzt wieder mal schlau. Ich wollte doch eigentlich zum Firmengelände in der Stadt, ich Trottel. So, das kostet zum Glück nichts. Okay, einmal nur ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Mann, Mann, Mann. So, dann brauchen wir den großen Bagger. Den fahren wir auch mal gleich aufs Firmengelände zurück, weil da ist natürlich das Problem, bis wir jetzt hier unseren Pritschenwagen, beziehungsweise unseren Sattel geholt haben, wäre das etwas ungünstig. Außerdem haben wir so alle Fahrzeuge dementsprechend auch mal wieder hier dort, wo sie hingehören. So, auch den aufs Firmengelände zur Stadt zurücksetzen, bitte. Und da hat es eben Bumm gemacht. Ha, Auftragsabrechnung. Wunderbar. Nämlich, ja, also 242.200 Credits haben wir gekriegt. 2768.000, 1000, ja, 200, 2000, ja, Erfahrungspunkte. Punkt. Mann, war ich jetzt ein bisschen doof. So, wenn wir schon dabei sind aufzuräumen, dann gucken wir gleich nochmal nach unserem kleinen Pritschenwagen. Der steht ja auch irgendwo noch in der Walachei rum. Den bringen wir am besten auch mal gleich zurück zum Firmengelände. Ich möchte die nämlich gerne einfach mal wieder alle beisammen haben. So, den Absetzkipper, wo steht der? Ah, der steht auch noch hier in der Gegend rum. Den bitte auch mal wieder zum Firmengelände auf die Stadt. Und den Sattelschlepper, würde ich sagen, nehmen wir auch gleich noch mit. Dann haben wir alles mal wieder beisammen. Toll, Tieflader, Zugmaschine. Nimmt er dann nur die Zugmaschine oder nimmt er dann das Gesamtpaket? Das ist jetzt die nächste Frage. Wollen wir es riskieren? Wir probieren es mal so aus Spaß.
Fahrzeuge mit Anhänger können nicht geliefert werden. Okay, den müssen wir also selbstständig runterfahren. So, die sind aber in der Nordstadt. Das ist natürlich ganz schön weit weg. Also lassen wir den erstmal da stehen. Da stört er nicht. So, und die Folge ist eigentlich schon wieder rum. Ich möchte aber trotzdem nochmal ganz kurz gucken. Also, mit den Einnahmen, Ausgaben, das passt. Fuhrpark, ja, wir haben ganz schön Gas gegeben. Ihr habt ja auch schon gesagt, den kleinen Pritschenwagen sollen wir verkaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, den verkaufen wir aber noch nicht. So, noch eine Stufe. Dann können wir nämlich hier den nächsten Arbeiter einstellen. Da bin ich auch mal gespannt. Tannensetzlinge, Container haben wir auch noch welche da. Können wir mal aus Spaß gucken. Dann lassen wir die gleich mal aufs Firmengelände zurücksetzen. Da können wir mal bei Gelegenheit gucken, wo die denn sind. So, Statistiken. Wir schauen hier mal rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sind jetzt auf 10,5 Level sozusagen. Bei den Erfolgen schaut es auch richtig gut aus. Bildung für alle. Ja, baue die Schule. Oh, da kommt noch was. Baue Sportplatz, baue Schwimmbad. Wow, das gibt richtig große Sachen. Da freue ich mich schon drauf. Objekttransporte. Ja, geht gut voran. Wir haben ja viele kleine Paletten fahren dürfen. Kettenkönig, ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten mit. Da sind wir aber auch gut dabei. Und ansonsten Vielfahrer, klar. Das geht jetzt dicke nach oben. Von den Arbeitsstunden haben wir schon soweit alles durch. Wir sind jetzt hier bei den 50 Bauvorhaben im Mittelstand schon. Wow. Pumpenlehrling, ja, Betongießen. Das wollte ich ja jetzt auch demnächst starten. Ich würde auch sagen, in der nächsten Folge werden wir vielleicht mal eine neue Maschine kaufen und mal gucken, dass wir da vorankommen. So, was haben wir noch? König der Lüfte, Kranmission, Baggermission, okay. Walzenmission, das wird auch mal interessant. Brich 5 Lehrgänge ab. Puh, auch nicht schlecht. Schließe alle 5 Lehrgänge ab. Aha, schließe alle Lehrgänge ab. Kaufe alle Fahrzeuge, da fehlt noch ein bisschen was dazu. Da ist es. Springe mit Fahrzeugen von Ort zu Ort 50 Mal. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. So, und du hast ein Online-Spiel als Firmeninhaber ausgerichtet. Aha, na gut. Ich weiß nicht, ob wir das starten. Keine Ahnung. Du hast dann am Online-Spiel als Hisser bei der teilgenommen. Okay. Und dann gibt es noch ein bisschen Kohle. Da arbeiten wir auch dran. Und in diesem Sinn würde ich sagen, sind wir schon richtig gut vorangekommen. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.